Juhu, Ladies and Gentlemen, willkommen zur Brücke 26 bzw. zur Map 26. Hirnschmalz 1. Das weiß nichts Gutes. GLaDOS meldet sich nicht. Hat sich GLaDOS überhaupt jemals gemeldet? Doch klar, am Anfang hat sich GLaDOS mal gemeldet. Die hat irgendwie wenig zu sagen in diesem DLC. Die mischt sich wenig ein. Ich sehe viele Anhaltspunkte. Ich sehe viele Laser, ich sehe viele Knöpfe, ich sehe einen Cube. Ich sehe zwei Knöpfe. Da muss der Cube rein. Das ist klar. Die müssen alle aus. Wo werden die denn ausgeschalten? Da hat er einen Sonnenknopf, den habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal, da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf, der deaktiviert aber keinen Laser, sondern der aktiviert den Cube. Da ist auch noch ein Knopf. Natürlich. Und der Knopf. Gut, dass das nicht kompliziert ist. Das finde ich erst rein. Kann mir mal einer sagen, wie ich den Cube da reinkriegen soll? Hier ist keinerlei Portalfläche vorhanden. Wir müssen den irgendwie beschleunigen. Das kann ich nun nicht ausprobieren, weil der muss ja erstmal aktiviert werden damit. Das heißt, ich muss irgendwie... Boah. Natürlich, ist voll easy. Ich muss erstmal gucken, dass ich den Stabilinski hier drauf gefahren kriege, damit ich testen kann, wie ich den Cube am besten darüber kriege. Super. Super. So, das hätten wir. Das ist natürlich nur provisorisch. Ob das wirklich so am Endeffekt sein muss, weiß ich nicht. Aber ich kann den Cube beschleunigen. Und ich muss den beschleunigen. Und ich weiß nicht, wie ich den beschleunigen muss. Aber ich glaube, ich muss den... hier kann ich ihn nicht beschleunigen. Ah, ich kann hier... Hier ist ein Beschleunigungsfeld. So, und dann hier raus. Der landet aber dann da oben drin, glaube ich, ne? Ich probier's mal aus. Das wird lustig. So, beschleunige dich. Werd schneller. Und noch schneller. Hui. Oh Gott. Da kommt... Wie soll ich den da rein? Also, ach so, ich kann... Ah, hier zwischen könnte ich den... Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich den da rein? Ich kriege den nicht da rein. Der fällt da... Oh Gott, jetzt das heißt ausprobieren.
So, den Weg für die Stapler habe ich fertig. So mehr oder weniger. Ich weiß nur nicht, ob der kommt halt hier rückwärts raus. Ich weiß gerade nicht, wie ich den jetzt nochmal drehen soll. Und ich weiß auch nicht, ob der genug Speed hat, um hier durchzukommen, weil der letzte Laser fehlt halt noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Cube da reinkriege. Ich weiß es nicht. Mir fällt da nichts zu ein. Ich habe alles probiert und alles funktioniert nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wofür hier diese Schrägen noch da sind, die ich brauche. Hier sind noch irgendwelche Ankerpunkte. Hier, vor allem hier. Wofür? Das verstehe ich auch nicht. Wofür hier Anhaltspunkte da sind. Vielleicht, dass ich den Cube irgendwie rumlenken kann. Keine Ahnung. Für die Stapler wird es sicher nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Es ist geschafft. Die rettende Idee kam. Es hat funktioniert. Guck mal, das Weiße brauche ich gar nicht mal hier. Das kann weg. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich den die Versuchsobjekte da irgendwie noch heil rüber kriege. Das heißt, die Brücke hier, die muss irgendwie stand halten. Oh. Na super, das geht nicht. Das geht, das geht und das geht. Reicht aber nicht. Die wird zusammenkrachen. Ich habe die Vermutung, dass ich wieder ein einzigartiges Konzept ausarbeiten muss. Ne, das ist falsch. Ist auch schön, wenn der Ankerpunkt unterhalb der Brücke ist. Das ist phänomenal. Und statisch total super. Okay, es scheint zu halten. Kann ich dann noch ein Seil irgendwie doch. Mäh. Ja, komm, mach mal das dahin. Das ist ja jetzt auch egal. So, hier ist aber noch kein Portal. Da brauchen wir noch eins. Ich hoffe, dass das hier klappt. Sehen wir dann gleich. Zur Not hätte ich gerade noch eine. Ah, ich habe doch keine andere Idee. Hier kann ich die Stapler nicht rausfahren lassen, weil da ist ein Laser, den man nicht deaktivieren kann. Sonst hätte ich gesagt, die kommen rückwärts hier raus und sind dann hier unten quasi wieder vorwärts und können durchfahren, aber nee, geht nicht. Ich kann die generell hier nicht rückwärts rausfallen lassen. Das ist blöd. Dann fahren wir mal. Oh, na passiert. Warum geht das jetzt alles nicht mehr hier? Ich habe gerade nur auf den Cube geguckt und nicht, was der Stapler hier unten macht, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen. Warum springt denn der jetzt so hoch? Ich habe hier unten noch gar nichts geändert.
Ja, guck mal, wunderschön. Ich hasse dich. Ich hasse dieses Spiel. Ich kann nicht ändern, dass das Portal hier andersrum ist. Auch hier kann ich nichts ändern, dass das... Oh, ich hasse das so, ich hasse das so. Was ist denn, wenn man das... Ich bin dem Ziel doch so nah und jetzt liegen mir wieder hier 3 Millionen Steine im Weg. Nee, ist klar, ne? Was denn, wenn wir den Winkel einfach mal verändern? Geht das? Warum habe ich denn jetzt? Ah, okay. Naja. Wie kriege ich den denn jetzt rückwärts? Warum kommt der überhaupt rückwärts? Das ist doch völliger Bullshit. Der fährt doch hier geradeaus rein und da muss er doch auch geradeaus rauskommen. Warum? Ich raff das nicht. Und warum kann man das Portal nicht spiegeln? Das nervt einfach nur. Das ist total dumm. Dumm und unlogisch. So sieht es nämlich aus. Da, ah, der kommt gerade, der fährt 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 gerade in das Portal rein und kommt schief raus. Ey, voll unlogisch, ey. Aber sowas von voll unlogisch. Ich jetzt hier, das ist doch alles. Mach mal weg hier. Das muss gerade kommen. Ich muss doch mal gucken, wie. Ach, mach doch mal weg. Wie weit er springt, ich brauche ja gar nicht von da weg Ding zu bauen. Tarzan könnte jetzt auch mitspielen. Liliane hängt schon. Boah, der kommt aber auch in dem scheiß Winkel da rein. Ich muss den Winkel ändern. Ich muss den Winkel ändern. Warum sagt mir das keiner? Wie soll ich denn bitte hier einen Winkel ändern? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich einen Winkel ändern muss? Ich muss mal einen Winkel ändern. Ich habe meinen Winkel geändert. Vergiss es. Vergiss es. Es ist. Moment. So, jetzt ist es vielleicht besser. Das steht alles unter kompletter Spannung, aber das ist egal. Vielleicht reicht das jetzt schon. Vielleicht brauche ich ja gar keine Brücke bauen. Ich muss auf jeden Fall eine Brücke bauen. Das Spiel will mich doch verarschen. Reicht es? Ich habe nicht drauf geachtet, wie weit er jetzt fliegt. Abgesehen davon, dass der immer noch falsch rumfliegt. Was ich aber nicht ändern kann. Glaube ich zumindest. Draußen lachen Leute, ich habe keine Ahnung. Kaum ist schönes Wetter, wollen sie irgendwie mal alle raus. Ich kann das nicht verstehen, viel zu warm draußen. So, machen wir das doch einfach so. Und dann wird das schon irgendwie halten. Das wird niemals halten. Kann
Kann es nicht sein, dass der letzte Meter hier mein Problem sein wird? Wie kriege ich die Stapler gerade ausgefahren? Nee. Nee. Vielleicht muss ich den Winkel doch nochmal ändern. Aber jetzt haben wir dann hier so ein... Ich lasse das so. Das passt schon. Machen wir es einfach so. Das ist der Winkel hier. Der muss passen und dann passt auch der ganze Rest. Behaupte ich es einfach mal ganz frech. Es fehlen 2-3 Meter. Warum kommt dieser scheiß Stapler nicht richtig da? Ich kotz ab. Ach, das geht ja gar nicht. Jetzt komme ich an das Portal nicht ran. Jetzt muss ich... Oh, jetzt muss ich mal das hier... Ich brich hier noch ein Essen. So, so, ich muss noch ein bisschen ausprobieren. Fährt das Ding einfach durch andere Portale weiter. Ich glaube, das ist alles Quatsch, was ich hier... Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe wieder vergessen, der kommt ja rückwärts da raus. Das heißt, es bringt alles nichts, was ich hier mache. Ich bin ein wenig am Verzweifeln. Es kann doch nicht sein, dass mir jetzt der letzte Meter fehlt. Der muss einfach nur mit genug Schmackes da irgendwie rauskommen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Geht auch nicht. Hab gerade die Idee gehabt, den hier zu beschleunigen, aber ne, weiß es selber. Wobei, warte mal. Könnte das eventuell, wenn man das so macht, funktionieren? So. Reicht es? Das reicht nicht. Das funktioniert. Ah, das hängt ja da. Nope. Wobei, doch, warte mal. Nee. So vielleicht, dann so und dann fällt der... Vielleicht hochfahren lassen? So, dann das weiße Portal dahin. Keine Ahnung, dann irgendwie hier so hin. Ist zwar jetzt hier eher unschön, aber was will ich machen? Was soll ich machen, ne? Oh, der Cube liegt. Jetzt hängt es wieder nur an dem hier. Oh, der Winkel, ja. Verdammt. Achso, den kann ich ändern. Moment, den kann ich ändern. Vielleicht klappt's ja. Oh mein Gott. Das klappt
Vorne und hinten nicht. Oder den hier hin. Das hier hin, Entschuldigung. Das Portal. Nicht den Portal. War ich so schlau, dass ich wieder nicht geguckt habe, ich darf. Den kann man jetzt auf jeden Fall verlängern. Hier muss ich verkürzen. Aber passt der Winkel hier. Der passt. Das heißt, das kann weg. Dann machen wir ein bisschen gerade. Das machen wir so und dann sollte das passen. Das ist kein Problem mehr. Macht er da unten zwar ein Salto, aber das soll uns nicht weiter stören. Das Wichtige ist jetzt hier oben. Wo ist er denn? Hä? Okay, das soll uns doch stören. Da hat er nicht genug Speed und kommt da. Ah, na ja gut, dann. Jetzt muss ich hier ernsthaft noch eine Brücke bauen. In einem Bridge Constructor Spiel muss ich noch eine Brücke bauen. Hat funktioniert. Wow. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Allerdings, das Ding kracht zusammen. Das heißt, für einen Konvoi wird das gar nichts. Aber wir können, ja, das passt. Noch ein? Ja, sehr schön. Ob das jetzt dann hält, weiß ich nicht, aber das können wir auf jeden Fall abspeichern. Konvoi 10! Oh mein Gott. Ja, viel Spaß, ne? Ja, da dachte ich mir, das fällt jetzt auseinander. Kann ich das nicht hier oben irgendwie besser bauen? Irgendwie zumindest. Oh Mann, oh. Irgendwie. So vielleicht. Mit 3 Millionen Querverbindungen. So, wunderbar. Oh. Kann es sein, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die hier rauskommen, während die anderen noch losfahren? Ist das euer Ernst? Kann die aber verlangsamen. Speichere ich nochmal ab. Dann hau ich den da rein. Wer macht gedacht, das ist doch total dumm, was ich hier mache. Das macht doch, das ist, geht doch gar nicht. Nee, das geht doch nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ja, die kommen auf jeden Fall da oben an, während hier noch rausfahren. 5. Hier. Der kommt jetzt. 3. 2. 15 voll. Das kann nicht euer Ernst sein. Das hat funktioniert. Oh. Okay, die sind zwar ein paar Mal noch durch die Portale durchgeplumpst und haben den Weg neu genommen, aber es hat funktioniert. Oh, ich habe auch nur 53 Minuten für die Map gebraucht. Also für euch waren es keine 53 Minuten, aber definitiv weniger. Alter Schwede. So, und jetzt kommt Hirnschmalz 2, das weiß ich zufällig. Stand in der Liste drin. Das heißt, das wird noch mal so kompliziert. Guck mal, sieht auch relativ... Sieht überhaupt nicht ähnlich aus. Aber man kann wieder testen. Okay, das ist... Okay, das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Das war jetzt ein bisschen sehr einfach. Die gehen automatisch da rein. Okay, wir haben hier eine Klappe. Die wird... da muss ein Cube rein. Das muss aber vorher deaktiviert. Nee. Ach du. Du bist nach einer Map schon durch. Ich brauche 2 Cubes. Ach, ich habe auch 2 Cubes. Das. Moment, da ist auch noch ein Ding. Ich habe 3 Laser und 4. Nee, Quatsch. Doch, 1, 2, 3 Laser und 1, 2, 3, 4 Punkte. Wo die reinkommen. Wie soll das denn jetzt gehen? Ah, der darf nicht aktiviert werden. Okay. Den muss ich dann irgendwie da runterleiten. So ohne jegliche Portale. Und was ich auch genial finde, der Cube hier. Ach so, den muss ich in die Wand leiten, damit er dann irgendwie durch ein Portal... Ach du Scheiße. Ist das euer Ernst jetzt? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch sowas von verarschen. Ach so, ich muss... ja, bevor ich das testen kann, muss ich natürlich den... Wie nennt man das Ding? Die Kugel, die Energiekugel dahin leiten. Ja, komm, easy. Hier, Portal und... Das wird auf jeden Fall funktionieren. Die wird auch gar nicht nach links oder rechts ausweichen. Überhaupt nicht. Ja, Entschuldigung, testen wollte ich ja nur. Die wird jetzt komplett easy... Moment. Die kann durch die Flüssigkeit durch? Hör mir auf. Oh. Ja, das ist natürlich... Das klappt nicht. Aber das machen wir anders. Da kann ja hier irgendwas bauen. Sollte ja funktionieren. Hui. Da ist was kaputt gegangen. Das soll mir jetzt aber egal sein. Ja, lustig. Da lachen Leute draußen. Gibt's nichts zu lachen. So.
Ja, unüberlegt. So, jetzt. Das schwankt auch. Doch, das geht. Ob das vom Timing am Ende funktioniert, das ist eine ganz andere Frage. Aber... Nein! Nein, 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 nein. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich die Kollegen hier verarztet kriege. Och nee. So, jetzt hätten wir schon mal die drei Energiekugeln da, wo wir sie haben wollen. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich weiß nicht, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Keine Ahnung. Es sind jetzt ein paar Tage dazwischen. Ja. So. Wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir machen? Da diese Sperre, die ist noch zu. Das ist der Knopf da oben. Das Problem ist nur, da muss was darauf liegen bleiben. Ja, ich hab hier noch den Cube hier unten. Den habe ich ja ganz vergessen. Den muss ich noch da hochleiten. Oh nee! Ich hab... Hä? Konnten Cubes nicht durch diese blaue Barrikade durch? Oder waren das die Laser? Ich vergesse das immer wieder. Oh nee. Oh nee! Es ist offen. Es ist offen. Ich habe es auf jeden Fall auch bekommen. Jetzt muss ich nur die Stabilinskis da irgendwie reinkriegen. Oder den einen zumindest. Ich habe ein anderes Problem. Fällt mir gerade so auf. Der hier darf nicht aktiviert werden. Euer Ernst jetzt? Ah ja, ja gut, Moment, da gibt's ja Tricks. Da gibt's ja Tricks. Ich baue hier einfach eine Sperre rein.
So. Reicht ja. Oh. Nope, das funktioniert nicht. Ja, gut. Okay, jetzt wird's lustig. Ich baue hier alles zu, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich doch alle mal. So. Da kenne ich doch nichts mehr. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig. Und ich habe da jetzt nichts übersehen. Sieht sogar einigermaßen symmetrisch aus. Oh Gott! Ja, das funktioniert. Gewusst wie! So, jetzt ist nur die Frage, wo kommen, jetzt muss ich nochmal gucken, wo die aus dem Grün rauskommen. Also nicht wo, ist logisch, die kommen aus dem Grün raus. Aber wo sie hinspringen. Hui. Oh, die springen genau da rein. Dann könnte ich doch theoretisch ganz easy, so wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, was ich natürlich nicht haben werde, deswegen baue ich da auch direkt noch eine Brücke. Ich und Glück. Moment. So. Die wird niemals halten. Und dann machen wir das noch so. Und dann passt das. Huch! Och nö. Sollte eigentlich funktionieren. Ja. Boah, der Winkel ist beschissen. Dann machen wir. Das machen wir noch ein bisschen schöner. Okay, schön. Moment. Lasst mich kurz was ändern, damit das auch wirklich schön ist. So. Immer mehr Gewicht auf die Brücke draufhauen. Das ist immer noch gut. Würde jeder Statiker bestätigen? Das ist aber echt knapp hier. Ah, guck mal, wie schön. Nein! Das dauert zu lang. Och nö. Das ist jetzt ungünstig. Just, wir haben ein Problem. Okay, wir haben. Ich baue das mal eben um. Also diese Konstruktion hier, die ist. Ja. Nein! Ach, ich bin. Nein, ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab das schon wieder vergessen. Warum? Oh Gott, das. Warum geht das jetzt nicht mehr? Was soll das? Das hat die ganze Zeit funktioniert. Ich raste gleich dezent aus. Warum geht das denn mehr? Ich habe doch nichts anderes gemacht. Manu. Unfair. Habe ich jetzt schon mal erwähnt? Oh, diese Konstruktion hier, die
Ah, die macht mich so weich, ey. Dass das überhaupt noch hält, spätestens im Konvoi ist das dann sowieso. Warum ist denn das jetzt? Ich verstehe nicht, warum das. Aber man könnte ja, ne? Ich meine, unterstützend wirken. Nur so eine Idee. Muss hier irgendwas runterfallen? Fallen? Ne? Ich glaube, das ist zu. Oh, das muss da eigentlich passen. Warum? Dann machen wir das Ganze doch. Jetzt wird's richtig wild. Machen wir das Ganze doch so. What? Ja, er ist durch. Einer von 10. Ich freue mich. Aber das war jetzt deutlich einfacher als die erste Hirnschmalz-Map. Okay, warten wir ab. Der Konvoi kommt noch. Vielleicht ist der ja jetzt, vielleicht macht er mir. Das hier wird zusammenbrechen. Das hier wird komplett zusammenbrechen. Das ist. Da könnte ich eigentlich direkt alles komplett verstärken. Warum bricht dieses Konstrukt hier zusammen? Ich raste dir noch aus. Das ist doch. Nja. Warum? Warum das. Nee. Ich verstehe das nicht. Warum hält das nicht? Warum machst du sowas? Ich baue das jetzt hier komplett voll. Ist mir jetzt egal, alles hier. Kann nicht wahr sein. Ja, das ist schon alles. Weißt du, gerade hier, wo du so viel Anbaupunkte hast, da sagt dir das Spiel, hier breche ich jetzt zusammen. Ja, das schaut schon um. Okay, machen wir das anders. Machen wir das so. Lass mal dem was springen. Ich glaube, das ist das Rätsel die Lösung. Gott! Ich werde hier noch bekloppt. Warum bricht das denn jetzt auseinander? Ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ein Verzweifling. Das hält doch nie im Leben. Hälfte ist geschafft. 7,5.
alle durch. Jawohl. Hat funktioniert und das in, ich möchte sagen, ach nee, ich bin doch wieder 20 Minuten dran. Aber das war deutlich schneller als die erste Map. Oder als die letzte Map. Ach, sehr schön. Das muss ich kurz überlegen. Genau, die Folge ist nämlich zu Ende. Ja. So, das war jetzt Hirnschmalz 1 und 2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Für die erste habe ich, glaube ich, 50 Minuten gebraucht. Oder 58 Minuten. Habe ich die eigentlich beendet? Die verdammt nochmal. Ich muss das irgendwie danach nochmal gucken, wie ich das gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Wir haben nur noch 3 Maps vor uns. Es neigt sich dem Ende zu. Tschüss.